Bin schon wieder daran vorbei, verdammt. Aber wobei, Raus mit euch. gehen wir auch hier raus. 170 Meter ist jetzt auch nicht die Welt. Aber um den Berg kommen, da sind wir auch schon fast da. Stecken wir unser Revier ab. Ist eine gute Übung. Hallo, Kollege. Ja, Level 12er, ne? Den würde ich aber jetzt doch gerne schon mal schaffen. Let's do this! Ja, da haben wir es doch. Und auch Technik. Ah, nice. So. Man muss wirklich viel kombinieren anscheinend. Na, oh, neues Rezept hat er entdeckt. Das hat sich ja dann doch gelohnt, das Viech noch zu töten. Kämpfe und neue Zutaten können Ignis inspirieren. Da können wir außen rum. Müssen wir hoch irgendwie? Oder ist das hier unten? Scheint hier unten zu sein. Ja, da liegt's doch. Und was gibt's? Was haben wir denn da? Mega Phönix. Das ist doch sehr nice. Das kann man immer mal gebrauchen. Und ich bin mit der Tastenbelegung jetzt noch nicht ganz so vertraut. Es tut mir wirklich leid, wenn ich mal ab und an die falsche Taste drücke. Gib mir noch etwas, dann habe ich es bald ganz, ganz schnell raus. Liefert Elementarenergie oft in der Nähe von Refugien. Elementarquellen, guck mal da. Okay, das sieht nach Blitz aus. Magie und die Elemente. Um Magie einsetzen zu können, musst du Elementarenergie sammeln. Es gibt drei Arten: Feuer, Eis und Blitz. Du findest sie vor allem in Nähe von Refugien. Ist dein Vorrat voll, kannst du keine Elementarenergie mehr aufnehmen. So. Da haben wir auch noch Eis. Cool. Ausrüstung. Haben wir jetzt auch andere Magie? Nee, haben wir nicht. Kraft 99. Verstehe ich das aber mit den Absorbieren nicht so ganz. Oder steht das dann unter Magie? Magie. Fülle Elementarenergie, die du absorbiert hast, in Magieflakons ab. Die so erstellte Zauber kannst du im Ausrüstungsmenü anlegen und dann... Ah, okay. Arkanes Weben. Du kannst unterschiedliche Elementarenergie auch zu Zaubern mischen.
Fass die Menge des verwendeten Elements an und füge gezielt Katalysatoren hinzu, um Zauber aneinander zu ketten oder besondere Zusatzeffekte zu erzielen. Beispielsweise das Ziel zu vergiften. Das hört sich doch sehr, sehr nice an. Was habe ich denn? Ich habe jetzt Blitz und... Weißt du was, wir haben doch jetzt hier ein bisschen... Eis. Ein bisschen Blitz. Funktioniert das? Blitz und Eis irgendwie zusammen? Hm? Als Katalysator mal ein Heiltrank vielleicht? Vita-Blitz. Okay, bringt anscheinend nichts, dass wir da das Eis mit reinknallen, außer dass die Kraft erhöht wird. Wirkt Blitz und halt gleichzeitig die MP des Anwenders. Ja, weißt du was, machen wir es einfach mal. Alchemist! Wirkt Blitz und halt gleichzeitig die LP des Anwenders. Ja, ins Inventar ablegen. Wir bleiben erstmal bei unserem Feuer. Da apropos Feuer, da hinten ist auch noch Feuer. Schnappen uns natürlich auch noch. Das kann nicht schaden. Hallo Feuer. Das haben wir auch absorbiert. Und dann nochmal auf die Karte schauen, da hoch wollen wir. Da waren wir auch eigentlich schon mal. Ja, komm, lass mal das Auto stehen, gehen wir ein bisschen so durch die Landschaft. Hier sind die Hütten von vorhin. Also ich mag das Spiel wirklich sehr, sehr gerne. Warum ziehst du nicht die Jacke aus? Weil er dann keinen Style mehr hat. Was ist los mit dir? Ah, da fällt mir ein. Eine Sache wollte ich doch noch nachgucken. Jetzt halt nur die Frage, wo Kleidung. Da, genau. Man kann sich nämlich auch umziehen. Was zum Teufel ist das? Okay. Okay. ja, das gefällt mir ganz gut. Das machen wir jetzt mal eben schnell. Nee. Alter. Alter Lachs. Nee, er ist schon ganz okay, so wie er ist. Nein, ein zu weit zurück. Ich weiß, er passt so voll da nicht, jo. Das passt schon besser. Was hat er als Freizeitkleidung? Auch nicht schlecht. Ich glaube, dann nehme ich das mal. Das gefällt mir. Irgendwie in einer sehr komischen Weise. Warum nicht, ne? Warum nicht? Wenn schon Boyband, dann ganz Boyband. Bleibt wachsam. So, was haben wir denn da? Los geht's. Ich dachte eigentlich gerade, ich hätte die Waffe gewechselt. Anscheinend eher nicht. Oha, okay. Sowas können die auch. Mann. Diese doofen Viecher, ne? Man kriegt sie so schlecht.
bin immer zu früh beim Blocken. Ich habe schon wieder kein MP. Heilen wir uns mal kurz. Danke. Das war knapp. Ja, die Viecher, ey, die sind auch nervig. Dass du sie so doof triffst. Haben wir hier wieder ein paar Eier von den Viechern. Das nehmen wir natürlich alles mit. Und da ist auch irgendwo hier der Gegenstand. Da liegt da. Da haben wir ihn. Was ist es? Ein Großschwert, dessen Namen ich auf gar keinen Fall aussprechen kann. Ausrüstung. Noctis. Es wird hundertprozentig nie besser sein. Nee. What? Okay, doch. Krass. Nett. Diesmal gebe ich die Befehle. Aber mach's kurz. Hoho, das macht gut Schaden, ey. Boah. Das war echt langsam, aber boah, mega stark, ey. Nett. So, ich weiß, ich glaube, dafür müssen wir jetzt komplett einmal außen rum. Und das würde ich gerade echt ungern. Oder kriegen wir es immer noch hin? Ja, ach komm. Nehmen wir das jetzt auch noch mit. Warum denn nicht? Wenn schon, denn schon. Sieht ihr das nass in seinem Rücken? Soll das so ein bisschen geschwitzt sein? Das wäre echt cool. Also. Sind so Feinheiten, die ich echt mag. Wenn es das denn ist und nicht irgendwie was anderes. Oh Gott, irgendwann kriege ich es hin, dass auf R2 die Karte ist. So. Das Auto ist natürlich das neue Ziel jetzt. Diese schwüle Luft. Du sagst es. Da liegt auch noch was rum. Spitzknochen. Wie weit wollen wir noch? Das entscheiden wir unterwegs. Ja, nur noch bis zum Auto, ist doch gut. Das ist schon schlechte Sicht. So. Ja, lassen wir ihn mal fahren. Was wohl? Was für Zielort? Nein. Ah,
Ach ja, wir haben auch noch eine Dingsaufgabe. Uiuiui. Ja, dann fahren wir doch erst dahin. Was er kostet? Das geht ja gar nicht. Ja, nun nehmen wir dann halt leider Ladezeiten in Kauf. Ist halt die Frage, was jetzt schneller geht, ob wir selbst fahren. Oder die Ladezeiten, ne? Wir können es einfach mal so machen. Wobei jetzt, so lange lädt es jetzt auch nicht anscheinend. Wir dürfen nicht vergessen, uns mit Heilmitteln einzudecken. Überraschend vernünftig von dir. Was soll das heißen, überraschend? Ich glaube, Sprit hatten wir gerade noch genug, mehr als genug. Ja, dann gehen wir doch da auch auf die Jagd. Magerpunkt. Was zum Ernten. Taut, die waren die Viecher, die wir vorhin auch schon so oft getötet haben. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, da sind sie. Was wir probieren, ist einfach mal das neue Schwert jetzt mal richtig aus. Hallo, meine Freunde. Ja. Wobei gegen schnelle Gegner ist das wahrscheinlich genau das Falsche. Huhu, okay. Ich bin davon überzeugt, gegen schnelle Gegner ist es genau das Falsche. Jawohl, und noch ein Sieg. So, das hätten wir. Das geben wir jetzt ab. Knurrt. Wann sind wir denn endlich da? Schon gehört? Guten Tag, Kollege. Esst ihr auch ordentlich? Ja, wollten wir gerade eigentlich machen bei dir. Beeindruckend. Was? Halali? Ein Super Elixier und 740 Gibi. Das ist doch nett. Was kann ich für euch tun? Ja, mehr Informationen habt ihr wahrscheinlich nicht. Ja, das hatten wir ja alle schon. Knurrt der Magen? Wir haben jetzt gerade 700 Gil verdient, sollen wir das mal einfach. Na, wir gucken erstmal die nächste Jagdmission. Unsere Jagdziele. Haben wir abgehakt. Wir können ja mal einfach die 7er jetzt nehmen. Also in der Klamm, in der Klemme. Und dann gönnen wir uns das 700er erstmal. Und dann sind wir auch gewappnet für das Level 7 Ding. Für Stufe 7 Jagdauftrag. Boah, da kriegt man voll Hunger. Unglaublich. Das gibt ordentlich 150 Angriffskraft, 200 LP und 25 LP Regeneration. Das ist schon ordentlich. Kriegt er jetzt noch ein neues Rezept? Schade, nein. Zu viel Essen ist auch nicht gut. Tja, das ist lustig.
So, das ist ganz da hinten. Können wir da hinfahren? Ja, schon. Ich würde schon sagen, wir fahren die Strecke so ein bisschen. Machen wir aber manuell. Okay. Los geht's! Blum, blum. So, genau. In die Richtung. Komm, klappen wir doch mal Musik rein. Cool, der Original-Soundtrack und so. On the Siege.